Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Heute reden wir mal über die Ägypter und eine kleine arabische Einheit machen wir mal. Ich habe mir auch einen Zettel geschrieben, es steht viel drauf, weil ja, die Übersetzungen kannte ich auch noch nicht hundertprozentig. Man sagt es halt im Alltag, Gesundheit und so weiter. Und die Ant, wenn jemand niest, was sagt man? Also, das habe ich jetzt hier alles aufnotiert und das können wir jetzt mal zusammen durchgehen. Zum Beispiel. Wenn ich jetzt niese, zum Beispiel, ne? Dann sag ich, Alhamdulillah, Gott sei es gedankt. Wenn, und der, mein Gegenüber sagt dann, Yarhamukumallah, Yarhamukumallah. Das heißt, Gott sei uns gnädig und segne uns. Die Antwort, was ich dann geben muss, ist, Yarhadina wasla balakum. Ja, das heißt, Gott führe uns und gib uns den rechten Weg. Wunderschön eigentlich, ne? Wir sagen in Deutschland nur Gesundheit. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht mehr sagen. Man muss sich entschuldigen. Entschuldigung, ne? okay, macht, glaube ich, auch keiner, oder? Entschuldigung, ich habe gerade genüsst. Na und? Ist doch egal. Ja, la, die Etikette, die Deutsche. Können wir auch mal ein Video machen. Die deutschen Etiketten. Okay, nicht mit den Händen essen, fällt mir da ein, der Ägypter. Oder, esse, gut, mit der linken Hand soll man nicht essen, sagt ja der Ägypter, da isst man mit dem Teufel oder der Teufel isst mit der linken Hand. Aber, oder den Ellbogen auf dem Tisch, ne? Ist hier echt egal. Am Boden essen, alles easy, voll egal. Und ich glaube auch, es ist gesünder, wenn man auf dem Boden isst, als auf dem Tisch. Ich sehe das an meinen Kindern, die essen viel mehr und haben viel mehr Spaß, wenn sie am Boden essen mit der Sonea, mit diesem Tablett. Die hauen da rein, was das Zeug hält. Wenn wir Deutsch am Tisch essen, irgendwie sehe ich, da bleiben die Teller voll oder ein bisschen, keine Ahnung. Ist für die Kinder vielleicht auch ein Spiel. Wie soll man's? Genau, wenn du krank bist und du sagst, ach, mir geht's heute nicht gut, sagt der andere gegenüber zu dir, Alif Salama, gute Besserung. Und deine Antwort ist dann, Allahi Salamik. Das heißt, Gott schütze dich. Was im Arabischen ist, wenn du eine weibliche Person gegenüber hast, sagst du Selimik. Wenn du einen Mann vor dir hast, sagst du Selimak. Für die Männer ist immer das A hinten und für die Frauen das I. Ne? Allahi Selimak. Das heißt dann, ein Mann hat dir gute Besserung gewünscht. Und Gott schütze dich. So, dann, ach, das hören vielleicht ganz viele im Hotel, wenn man ins Hotel geht, sagen die Ägypter immer Welcome back. Auf Arabisch heißt es Hamdillah Salama. Willkommen zurück. Die Antwort daher, das könnt ihr mal im Hotel sagen zu den Ägyptern. Was meinst du, wie die glotzen? Ups, die finden das riesig, die freuen sich. Da musst du dann sagen, also natürlich die Männer werden das zu euch sagen, die arbeiten ja im Hotel, da sagt ihr dann auch Allahi Selimik, Selimak ist ja ein Mann. Das Gleiche. Gott schütze dich. Also sagt einer zu dir, welcome back, sagst du, Allah Salimak. Was meinst du, wie der glotzt? Da wäre ich gern dabei. Das ist witzig. Ja, da kenne ich die Gesichter. Zu mir sagen sie ja auch immer, hoi. Ich sage dann immer, Salamu alaikum. Dann gucken die. Ja, so ist das. Wo haben wir? Ah ja, gute Nacht. Tisbah alakhir. Tisbah alakhir. Gute Nacht heißt das und wache gut wieder auf. Die Antwort dazu ist hier, wente minechlu. Wenti, wenn das eine Frau ist, ein I wieder, wenti, und ein Mann, wenta. Wenta minechlu. Das heißt, wo haben wir es denn? Du auch eigentlich. Ich habe aber gelernt, das heißt, du sollst auch von guter Familie sein. Ne? Also, mein Mann sagte, das heißt, wache du auch gut wieder auf, die Antwort. Okay, dann zum Beispiel, hast du neue Kleider an oder irgendjemand hat einen neuen Job, irgendwas Tolles ist passiert, sagt man ja Glückwunsch. Auf Arabisch, Mabruk. Ne? Und da die Antwort ist, Allahi barik fiki. Bei Frauen fiki, bei Männern fik. Ne? Das heißt auch, Gott segne dich. Allahi barik Fiki für die Frauen. Logisch, das werden die meisten kennen. Shukran, danke. Und die Antwort ist Afwan. Bitte, Afwan. Ja,
Das finde ich immer toll. Also die meisten sagen ja nur Assalamu alaikum. Ich auch, weil eigentlich sagt man das nicht. Also das heißt ja, der Friede sei mit euch und die Gnade und Gottes Segen. Der richtige, komplette Satz heißt Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Das ist die, und das sagen die Ägypter dann ganz schnell, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa. Und die Antwort ist Alaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt dann auch, der Friede sei mit dir und die Gnade und Gottes Segen. Dass ihr Bescheid wisst, ne? Ja. Wenn du einen Ägypter fragst, wie geht's dir? Enti amel, nee, halt. Enti amela e. Ne? Da sagt man immer die Antwort. Also wie geht's dir? Sagt der Ägypter, ob es ihm schlecht geht oder sein Vater ist gerade gestorben. Er sagt immer Alhamdulillah, Gott sei es gedankt. Die Antwort ist immer die gleiche. Man klagt selten. Bei uns im Dorf zumindest jammern die nicht. Nur wenn du wirklich noch mal extrem nachfragst, du, da hast du doch ein Problem. Ich sehe das doch. Dann sagen sie, ja, guck mal hier, das, das. Aber Alhamdulillah, es wird alles gut werden. Gott sei es gedankt. Also sie sehr, sehr gläubige Menschen hier bei mir im Dorf. Wir kommen auch aus der Hawara-Familie, also wir, mein Mann. Ne? was haben wir noch? Da, meine, ach, die Schwiegermutti, die ist die Beste. Da muss ich auch mal ein Video machen. Die ist ja der Oberknaller, was sie immer. Weißt du, ich bin ja nicht so der Arabe, der Profi. Ich kann mich unterhalten, ich kann auch schimpfen, super. Nur jetzt so hundertprozentig diese Regeln auch nicht. Also ich habe sie dann gefragt, Mumkin Sadik, ich, bei einem Mann würde es heißen Mumkin Sadak. Also kann ich helfen? Mumkin heißt möglich und Sad helfen. Also Sadik, kann ich dir helfen? Mumkin Sadik, dann sagt die Shukran. Shukran heißt ja danke. Und eigentlich sag heißt bei Shukran heißt es nein, danke. Ich höre das und sag, okay, danke, dann helfe ich dir. Die guckt mich immer an, ich habe doch gerade Shukran gesagt. Ich helfe dann trotzdem, weißt du? Weiß ich doch nicht. Und wenn sie zustimmt, dann sagt sie Mumkin. Also, Mumkin Sadik, dann heißt das Mumkin. Von dem her wisst ihr Bescheid, also weiß ich nicht, ob ihr das braucht für euren Alltag, aber gut zu wissen ist es, ne? Das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, mein Video hat mir hat's gefallen, ja. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und kommentiert ganz kräftig. Ihr dürft auch gerne mein Video teilen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns die Tage. Masalema, bye bye.